Kann man mich gut hören? Ja? Funktioniert das so? Super. Vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf mit einer etwas anderen Perspektive auf Hochschule. Wie schon anmoderiert, bin ich Koordinatorin für Organisationsentwicklung und Teamleiterin Organisationsberatung an der Universität Rostock. Wir haben ein Team von 10 Organisationsberatern aktuell, die die Hochschule dabei beraten, wie sie sich entwickelt, entwickeln sollte, entwickeln könnte. Und zwar mit dem Fokus auf Wissenschaftsunterstützung. Und das ist auch mein Fokus im Vortrag heute. Es geht nicht so sehr um die Kernprozesse, sondern es geht um Wissenschaftsunterstützung. Für diejenigen, die nicht so ganz genau wissen, wo Rostock ist, 2 Stunden Fahrzeit nördlich von Berlin und 2 Stunden Fahrzeit östlich von Hamburg. Relativ weit weg vom Rest von Deutschland. Bei uns gibt es seit mehr als 600 Jahren eine Universität, eine der ältesten Universitäten in Deutschland. Und in meinem Vortrag heute möchte ich ein bisschen was erzählen von der Geschichte unserer Universität, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man die Geschichte kennen muss, um gut in die Zukunft weiterzuentwickeln. Und auf Basis der Geschichte möchte ich halt die Geschichte fortschreiben in die Zukunft. Das ist die Idee, mit der Perspektive auf Wissenschaftsunterstützung. Meine Geschichte beginnt im Jahre 1419. In diesem Jahr entdeckten portugiesische Seefahrer die Insel Madeira. Und in Rostock wird die erste Universität im Ostseeraum gegründet. Und zwar, und das ist besonders auf Initiative der Stadt und des Landes, mit Erlaubnis des Papstes. Also im Februar 1419 schickten Herzog und hanseatische Kaufleute einen Boten nach Rom, um den Papst um die Erlaubnis zu bitten, eine Universität gründen zu dürfen. Die Universität wurde gegründet mit 3 Fakultäten, die Artistenfakultät für die Allgemeinbildung, die medizinische Fakultät und die juristische Fakultät. Die Lehre sah ungefähr so aus, zumindest stelle ich es mir so vor, in dieser Zeit um 1400, 1500 in den Häusern der Professoren. Es gab nur handgeschriebene Bücher, weil der Buchdruck wurde ja erst 1440 erfunden und jedes Buch wurde 3-mal vorgelesen. Daher auch immer noch das Lehrformat Vorlesung, das uns bis heute erhalten geblieben ist. Der Rektor war die erste Verwaltungsperson und auch so ziemlich die einzige. Bei ihm entrichteten die Studierenden das Entgelt für die Einschreibung und der Rektor verwahrte in seinem Haus die große Truhe mit dem Matrikelbuch. Das war alles, was es in dieser Zeit an Verwaltung gab in den Hochschulen. Wir machen einen Zeitsprung 500 Jahre weiter in das Jahr 1919. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende und in Mecklenburg endet die Aufsicht des Großherzogs über die Universität. Die Universität initiiert Reformen, um ihre Selbstverwaltung zu stärken. Wir haben weiterhin 4 Fakultäten, es gibt weiterhin Vorlesungen. Es gibt eine ganze Menge mehr Wissenschaftsunterstützer, weil es gab mehr Gebäude, die inzwischen durch die Universität verwaltet und genutzt wurden. Die Universität hatte Finanzen, sie hatte Äcker, sie hatte eine große Bibliothek, auch schon relativ lange, und sie hatte eine umfangreiche Krankenversorgung. Also gab es viele Menschen in Technik, Verwaltung, Krankenversorgung, die den Lehrenden, den Professoren dabei geholfen haben, Lehre durchzuführen. Der nächste Zeitsprung führt uns 100 Jahre weiter, ins Jahr 2019. Es war das Jahr vor Corona und die Uni Rostock wird von Times Higher Education zur 4. schönsten Uni in Europa gekürt. Inzwischen haben wir 9 Fakultäten, etwa 13.000 Studierende, 3.000 Beschäftigte an der Universität, 5.000 Beschäftigte in der medizinischen Fakultät oder in der Universitätsmedizin, etwa 260 Professoren. Die Lehre findet statt in alten und neuen Gebäuden. Sie ist zum Teil traditionell in Vorlesungen, so mit Schultafeln. Aber es werden auch schon Laptops benutzt, es gibt auch schon Selbstlernmaterial. Es hat sich also über die Zeit einiges verändert. In der zentralen Universitätsverwaltung, für die ich damals Organisationsberatung gemacht habe, haben wir... Moment...
Irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt stimmt's wieder. In der zentralen Universitätsverwaltung hatten wir damals schon die Verwaltungsprozesse erhoben und im Intranet zur Verfügung gestellt. Und wir haben ein Intranet, mit dem wir quasi alle Hochschulbeschäftigten tagesaktuell informieren konnten. Das hat uns sehr geholfen, weil im Jahr danach kam ja Corona und alle dürsteten nach Informationen, wie es an der Hochschule weitergeht. Bis hierher war die Welt im Wesentlichen in Ordnung. Der nächste Zeitsprung führt uns 5 Jahre weiter ins Heute. Wir leben in turbulenten Zeiten, war schon mehrfach Thema heute, Krisen, Kriege, Umweltkatastrophe, eine beeindruckende Zunahme von Tempo und Komplexität im Hochschulalltag und ich kann Ihnen sagen, auch im Verwaltungsalltag. Die Gesetze kommen schneller, als wir sie umsetzen können und was so leicht daherkommt, wie zum Beispiel die Hochschulen sollen ihre Akten elektronisch führen, ist in der Praxis echt eine große Nummer und das machen sich, glaube ich, nur wenige Leute, die diese Gesetze verabschieden, klar. In den 5 Jahren seit 2019 haben wir mehr und deutlichere Veränderungen erlebt als in den 600 Jahren davor. Und es gab schon immer Veränderungen an Hochschulen, wir haben es heute früh schon mal gehört, Hochschulen sind gewöhnt an Transformationen, zumindest die älteren Hochschulen, aber in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert. Gleichzeitig gibt es Probleme. Wenn man unter das schöne Bild guckt, was sich im Außen präsentiert, dann sehen wir sinkende Studierendenzahlen, dann sehen wir, dass viele Stellen nicht mehr besetzt werden können, dann sehen wir Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die ächzen unter der Last dessen, was täglich zu schaffen ist. Es ist immer zu viel, es ist immer mehr, als man schaffen kann. Und bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen reift die Einsicht, dass das so nicht weitergehen kann. Es braucht Transformation der Strukturen und Abläufe. Und Transformation meint hier eine wesentliche Zustandsänderung. Also nicht nur so an der Oberfläche so ein bisschen drüber streichen, ein bisschen mehr Geld ins System reinpumpen, damit einzelne Probleme gelöst werden, sondern Transformation, eine wesentliche Veränderung der Form von Hochschule. Wie geht diese Geschichte weiter? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit, das ist das, was wir kennen. Und in die Zukunft weitergeschrieben gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich möchte 2 Extreme kurz aufzeigen. Das eine Extrem könnte so aussehen, Transformation gelingt nicht. Wenn man das anfängt zu durchdenken, wenn sich also nichts ändert an dem, was heute in Hochschule gemacht wird, insbesondere auch in der Wissenschaftsunterstützung, weil für die kann ich sprechen, wenn sich nichts ändert, dann wird staatliche Bildung im schlimmstmöglichen Fall in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das kann man so klar sagen. Wenn Transformation gelingt und wir sind der Überzeugung, dass sie gelingen kann, dann werden sich die Dinge zum Besseren wenden und es liegt in unserer Hand. Das ist eine der Einsichten, die wir erarbeitet haben in den letzten Jahren. Es liegt in unserer Hand, die Dinge zum Besseren zu verändern, Hochschule zu entwickeln, zu transformieren, also wirklich die Form zu verändern, in eine neue, die Hochschule in eine neue Form zu bringen. Wir haben an der Uni Rostock in der zentralen Verwaltung 2012 begonnen, so aus der Rückschau heute nennen wir das als Datum für den Beginn der Transformation von Verwaltung. Wir haben also begonnen, Strukturen und Abläufe zu hinterfragen, Strukturen und Abläufe zu verändern, langsam zu wandeln, eher evolutionär als revolutionär. 2 Aspekte sind mir wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Wir sind im laufenden Betrieb. In der Verwaltung hat sich die Komplexität über die Jahre genauso erhöht wie in allen anderen Bereichen der Hochschule. Und außer dass wir den laufenden Betrieb bewältigen,
der in sich immer schwieriger wird, denken wir parallel dazu noch darüber nach, was wir verändern müssen und schieben Veränderungen an. Und es war uns von Beginn an ein Anliegen, viele Kolleginnen und Kollegen in die Veränderungsprozesse mit einzubeziehen und diejenigen, die von Ihnen die partizipative Prozesse organisiert haben, partizipative Projekte koordiniert haben, die wissen, dass das eine Menge Arbeit ist, noch mal mehr, als wenn man sich das alles selber überlegt. Das ist der eine Aspekt im laufenden Betrieb und das zweite, hatte ich schon gesagt, mit Fokus auf Wissenschaftsunterstützung. Was sind jetzt unsere Einsichten aus der Zeit seit 2012? Immerhin schon 12 Jahre. Unsere erste Einsicht. Es hilft, Hochschule zu verstehen, während man sie verändert. Und zwar die Geschichte von Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Das ist nochmal anders als in anderen Ländern. Stichwort Freiheit von Forschung und Lehre hatten wir heute schon gehört. Humboldtsches Bildungsideal würde ich noch dazu tun. Das hat etwas gemacht mit Hochschule als Organisation. Und das sehen wir heute in der Hochschule, im Hochschulalltag. Und auch die Geschichte der konkreten Universität, der konkreten Hochschule, an der sie sind. Es hilft zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Es hilft zu verstehen, warum die Menschen die Dinge so tun, wie sie sie tun oder der Meinung sind, dass man Dinge tun könnte oder eben auch nicht tun kann. In den letzten Jahren haben wir, wie ich finde, Hochschule ganz gut verstanden, Wissenschaftsunterstützung in Hochschule ganz gut verstanden. Und wir haben nebenbei modelliert, so ein bisschen als Landkarte für den Veränderungsprozess oder eben auch als Bauplan für die Veränderung, das Modell Agile Hochschulorganisation, das ich an anderen Stellen schon vorgestellt hatte. Ich möchte auf zwei Aspekte jetzt hier eingehen. Wir haben heute früh gesprochen über Transfer als dritte Säule, Studium und Lehre sowie Forschung als zwei wesentliche Säulen, als zwei wesentliche Aufgaben der Hochschule sind so und so klar. Aber diese ganzen Unterstützungssysteme für Forschung und Lehre, für Transfer, Personal, Ressourcen, IT, Infrastruktur und auch Hochschulorganisation als das Dach, was alles zusammenhängt, das wird oft nicht thematisiert. Und alles, was Studium und Lehre, Forschung und Transfer brauchen, wird durch dieses Unterstützungssystem in der Hochschule ermöglicht. Deswegen ist es uns so wichtig, dieses oder mir insbesondere auch wichtig, dieses Unterstützungssystem in den Blick zu nehmen und zu schauen, was das Unterstützungssystem und was die Menschen im Unterstützungssystem brauchen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, auch das ist heute schon angeklungen, sind die 4 Handlungsfelder von Veränderungsprozessen. Wenn wir irgendwas machen an der Hochschule, wenn wir irgendwas verändern, müssen wir immer auf diese 4 Handlungsfelder gleichermaßen gucken. Wenn wir anfangen zu digitalisieren, bei uns aktuell Einführung Campusmanagement, Einführung Dokumentenmanagement, wenn wir anfangen zu digitalisieren, müssen wir immer auf die Prozesse gucken, also die Prozesse, die wir da digitalisieren. Wir müssen auf die Zusammenarbeit gucken, wie arbeiten die Menschen zusammen, wer trägt was genau bei und warum und geht das auch anders, sind Fragen, die dargestellt werden. Und wir müssen auf die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen gucken, weil nichts geht ohne Lernen. Und Kompetenzentwicklung ist ein super wichtiges Gebiet bei allen Themen, die die Hochschule heute beschäftigen. Also dritte Dimension, die 4 Handlungsfelder von Veränderungsprozessen. Ist das, was man in den Blick nehmen muss. Es gibt da noch so inhärente Reihenfolgen, die zu beachten sind. Das würde aber hier zu weit führen. Wir können inzwischen relativ genau sagen, wann Dinge gelingen werden und was man vorher tun muss, bevor man mit etwas anfangen kann. Also inhärente Reihenfolgen spielen auch eine Rolle. Unsere zweite Einsicht: Es hilft, besser zusammenzuarbeiten. Relativ trivial, in der Hochschule dann aber auch irgendwie wieder nicht. Also zentral steht immer gegenüber dezentral. Ne? Was die zentrale Verwaltung sich ausdenkt, kann so und so nie gut sein. Die Fakultäten wollen ihr eigenes Ding machen. Dann gibt es ja auch irgendwie noch Gesetze, die man einhalten muss. IT ist auch so ein Thema. Es wird nichts.
Es wird nichts mit Transformation von Hochschulen, wenn jeder nur für sich selber arbeitet. Wir müssen die Leute zusammenbringen, insbesondere IT und Organisation. Das ist ein Thema, mit dem, wo wir viel beraten, und zentral und dezentral, also Fakultäten und zentrale Dienstleister in der Hochschule, weil wir die Probleme nur zusammen lösen können. Leitstern, so ein kleines bisschen für unsere Arbeit in der Organisationsberatung, sind die agilen Werte, die uns seit 2018 begleiten. Ich möchte hier nur einen rausnehmen, das ist mein Liebster, einfach machen. Es geht immer noch einfacher. Es geht erst dann nicht mehr einfacher, wenn es nicht mehr einfacher geht. Und viele Dinge gehen viel, viel einfacher, und wir werden nur die Herausforderungen bewältigen, wenn wir die Dinge einfacher machen in diesem Gesamtkonstrukt von Wissenschaftsunterstützung an der Universität. Und vor allem, wenn wir sie zusammen machen, wenn Wissenschaft und Wissenschaftsunterstützung auf Augenhöhe agieren im Sinne der Organisation in ihrer Gesamtheit. Wir haben heute schon öfter über Ressourcenmangel gesprochen. Das Geld reicht vorne und hinten nicht, Projekte sind zu Ende, wenn die Projektförderung ändert. Wir stehen einfach in Konkurrenz um Ressourcen. Wir sind ja als staatliche Hochschulen mit Steuergeldern finanziert. Und da sind wir so ein bisschen in Konkurrenz zu Wirtschaftsförderung, Straßenbau und Schulen, sag ich mal. Also entweder der eine kriegt das Geld oder der andere, wir sind da so in Konkurrenz. Und wir sind in Konkurrenz um kreative Köpfe. Es ist überall einfacher als an der Hochschule. Startups, kleiner, sympathischer, jeder kennt jeden. Gemeinwohlorientierte Unternehmen haben eine ganz andere Kultur, und in Wirtschaftsunternehmen kann man deutlich mehr Geld verdienen. Und wir sind einfach in Konkurrenz um die Menschen, die Transformation in der Hochschule denken können, umsetzen können, mitmachen können und die Hochschule quasi weiterentwickeln können. Unser Plädoyer ist, ja, auch nach mehr Ressourcen zu fragen, aber es wird nie genug sein. Unser Plädoyer ist eher, die strategische Perspektive einzunehmen und zu schauen, wo man Ressourcen einsetzen muss. Also Ressourcen gezielt einzusetzen, um Transformation in der Hochschule zu ermöglichen. Es muss auch nicht immer die perfekte Lösung sein, oft reicht eine ausreichend gute Lösung, und auch das kann man bewusst entscheiden, was eine ausreichend gute Lösung ist. Ich habe hier nochmal die Leistungsfelder der Hochschule mit auf die Folie genommen. Klar, Studium und Lehre, Forschung und Transfer haben Priorität. Im Gebiet Hochschulorganisation ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ist unsere Beobachtung aus den letzten Jahren, und wo man vor allem investieren sollte, aus meiner Perspektive, ist in das Personal an der Hochschule. Und selbst da muss man sich entscheiden, investiert man die Ressourcen, die ja begrenzt sind, in Arbeitgebermarketing, in Personalmarketing, in Personalauswahl, in Onboarding, in Kompetenzentwicklung für das Personal, das schon da ist, oder in Offboarding, um mal so am Lebenszyklus des Personals lang zu gehen, weil für alles wird es nicht reichen. Und hier bewusst auszuwählen und zu sagen, okay, wir investieren die Ressourcen, also das Geld und die Menschen, die da sind, um an bestimmten Stellen bestimmte Dinge ausreichend gut zu tun. Das kann helfen, Hochschule in Summe zu transformieren. Unsere nächste Einsicht, es hilft, ins Handeln zu kommen, um schneller zu lernen, weil das ist das Einzige, was hilft in turbulenten Zeiten, wie wir sie gerade erleben, schneller handeln, schneller lernen. Wir neigen ja dazu, die Dinge auszudiskutieren an Hochschulen, und die Welt dreht sich weiter, wartet nicht, bis wir fertig sind mit Diskutieren. Das heißt, wir müssen schneller ins Handeln kommen, schneller machen, um schneller zu lernen. Ich möchte das kurz erklären am Beispiel unseres IT-Einführungsprojektes Campus Management. Wir haben
10 Kollegen in der im Studierendensekretariat, 35 KollegInnen dezentral in den Studienbüros, etwa 2200 Prüferinnen, 110 Fachstudienberater und 12.000 Studierende, die da irgendwie mit einbezogen werden müssen, beziehungsweise von der Einführung des Campus-Management-Systems betroffen sind. Das kriegt man nicht mit traditioneller Projektplanung hin. Geht einfach nicht. Wenn Sie fertig sind mit Planen, haben sich die Rahmenbedingungen schon wieder verändert. Deswegen gehen wir kleinschrittig erprobend vor, um in kleinen Schritten gemeinsam zu lernen. Und dieses Lernen organisieren wir in unterschiedlichen Teams, die sich auch verändern, je nach Phase des Projektes, in dem wir uns befinden. Im Moment arbeitet das Team, also das Kernprojektteam, vor allem mit dem Studierendensekretariat und gleichzeitig mit einer Fokusgruppe, um die Menschen, die mit der Datenmigration beschäftigt sein werden, langsam vorzubereiten auf die nächste Projektphase. Mit jedem Schritt, manchmal sind die Schritte im Projekt weiter, manchmal läuft man so ein bisschen im Zickzack, aber mit jedem Schritt wird die Lösung, das sind diese blauen Punkte, Schritt für Schritt größer und beim Gehen lernen wir, wie das Projekt bearbeitet werden kann und wie das Campus-Management-System eingeführt werden kann. Die fünfte Erkenntnis, Wissenschaft und Wissenschaftsunterstützung müssen oder sollten wirksam miteinander verknüpft werden. Manchmal fühlt sich das aus Perspektive der Wissenschaftsunterstützer so ein bisschen so an, als ob die da oben reden. Also die Wissenschaftler, die entscheiden so Dinge, die so getan werden sollen. Uns fragt keiner. Und dann kommt die erste Frage, na, warum ist es noch nicht fertig? Das ist dann die erste Frage, die gestellt wird. So funktioniert das nicht. Wir haben als Wissenschaftsunterstützer eine ganz, ganz eigene Perspektive auf Hochschule und wir wünschen uns, dass die gehört wird, weil Wissenschaft braucht Wissenschaftsunterstützung, sonst funktioniert Hochschule nicht. Und Wissenschaftsunterstützung braucht Wissenschaft und kann sehr oft hilfreich sein dabei, Dinge besser, schneller, schöner umzusetzen. Also wir wünschen uns Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir probieren das aus. Auch hier wieder ein Beispiel mit agiler Kreisorganisation. Das Projekt zur Einführung von Campus-Management und Dokumentenmanagement ist ein sehr komplexes Projekt in der Hochschule. Alle Leute an einen Tisch zu holen, funktioniert nicht. Das heißt, wir haben unterschiedliche Kreise gebildet. Ich erkläre ganz kurz von dem CMS-DMS-Kreis aus. Das ist der Koordinationskreis, der das Projekt in seiner Ganzheit über die 4 Quadranten in Veränderungsprojekten beobachtet, koordiniert, vorantreibt. Der ist verbunden durch Menschen mit den beiden Teams, die sich jeweils speziell um die Software kümmern und an der Schnittstelle Fachlichkeit zur IT sind. Die roten Kreise sind die akademischen Gremien, also genau die Wissenschaft. Auch hier gibt es Verbindungen durch Menschen aus den Kreisen, sodass Entscheidungen, sodass die akademischen Gremien informiert sind und Entscheidungen der akademischen Gremien wieder zurückgetragen werden in die Teams. Dann gibt es noch eine Verbindung zu einem übergreifenden Koordinationskreis, der alle Organisationsentwicklungsprojekte im Zusammenhang betrachtet und natürlich hier an der Seite die grauen Kreise, die Fokusgruppen, über die wir Partizipation organisieren. Und all diese Kreise arbeiten mit Methoden der agilen Kreisorganisation sehr, sehr vereinfacht gegenüber dem, was man in der Literatur findet. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist unser Ansatz, um in komplexen Kontexten gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Unsere letzte Einsicht ist die, die schon im Titel steht. Hochschule ist das, was wir draus machen. Es wird niemand für uns tun. Wir, die wir in Hochschule sind, sind aufgerufen, Hochschule zu transformieren, gemeinsam. Wir sollten dabei die gute Laune behalten, eng miteinander im Gespräch bleiben und wenn uns das gelingt, dann wird es uns gelingen, Hochschule fit zu machen für die Zukunft in und für turbulente Zeiten.
weiß nicht, ob noch Studierende hier sind oder Wissenschaftler. Liebe Studierende, liebe Wissenschaftler, ihr seid die Protagonisten an der Hochschule, natürlich. Gleichzeitig ist es Teamwork, Hochschule gut zu organisieren, und es braucht dafür uns, ich spreche jetzt mal für die Wissenschaftsunterstützer, uns Wissenschaftler, Wissenschaftsunterstützer genauso sehr wie euch. Ich habe auch eine Botschaft an die Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaftsunterstützung. An manchen Tagen ist die Arbeit nämlich echt unerfreulich. Und gleichzeitig ist es mir wichtig, euch zu bitten, in der Hochschule zu bleiben und gemeinsam die Strukturen und Abläufe zu verändern, weil wir brauchen Menschen, die zukunftsfähig denken und handeln können in der Hochschule, sonst wird Transformation nicht gelingen. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und die Perspektive von Wissenschaftsunterstützung einbringen konnte. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Frau Hambach. Ich finde, das war wirklich der perfekte Abschluss für den heutigen Tag. Und wir haben gerade auch schon gemeinsam über die Post-it-Wand gesprochen, denn tatsächlich tauchen da so einige Sachen auf, über die wir heute im Laufe des Tages gesprochen haben und die auch Sie angesprochen haben. Also wir sehen hier Transfer, wir sehen KI und Digitalisierung. Wenn Sie noch gern was noch mal herausheben möchten, können Sie das natürlich auch gerne jetzt tun. Weiterbildung für Verwaltung an Hochschulen, also die Menschen in der Wissenschaftsunterstützung, ich hatte es adressiert, die brauchen Kompetenzentwicklung genauso sehr wie alle anderen Menschen an. Und was mir auch aufgefallen ist, Fehlerkultur ist hier erwähnt. Das haben Sie auch gesagt, dass man auch einfach ins Handeln kommen muss. Das steht hier auch mehrfach auf der Pinnwand. Das wünschen sich anscheinend viele von Ihnen, viele, die heute hier waren. Es sind auch Post-its, die nochmal schwierige Rahmenbedingungen erläutern und verdeutlichen, befristete Arbeitsverträge oder der Mangel an Arbeitsverträgen. Eins ist wahrscheinlich vielen ins Auge gesprungen, die einen Blick auf die Pinnwand geworfen haben. Egos von Profs steht hier in Rot. Auch eine schwierige Rahmenbedingung. Kann auch eine schwierige Rahmenbedingung sein. Das ist sicherlich keine Verallgemeinerung, sondern beruht auf persönlichen Erfahrungen, wie ich annehme. Und auch hier ein großer Punkt, die Zivilgesellschaft einbinden. Auch darüber hatten wir auch gerade heute am Vormittag gesprochen. Wie kann Transfer noch mehr gelingen und wie wichtig ist auch der Austausch mit der Zivilgesellschaft? Ja, ich denke, so können wir es gut zusammenfassen. Auch, wie gesagt, Ihr Vortrag hat auch eh alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Wir müssen weil ich bin nicht mehr in der Hochschule, aber Sie müssen ins Handeln kommen. Es gab viele konkrete Tipps und Erfahrungsberichte heute, auch Tipps, um Barrieren, digitale Barrieren abzubauen. Alle Vorträge wird es eben auch on demand geben und später auf YouTube. Vielen Dank, dass Sie hier waren und sogar bis zum Schluss auch geblieben sind, auch an die Personen im Stream. Ich weiß, im Stream haben auch sehr viele Leute noch zugeguckt, um die 50 wurde mir gesagt. Also ja, das ist, denke ich, auch für Sie eine interessante Info, dass Sie hier nicht nur alleine gesessen haben, sondern viele weitere Personen parallel auch dem Ganzen zugehört haben und ihre Gedanken sich gemacht haben. Jetzt bleibt nur noch Danke zu sagen. Das war heute der einzige Tag hier auf der Partnerstage Leipzig, aber wirklich mit sehr viel Programm und Austausch gefüllt. Das Festival geht aber noch zwei weitere Tage auf den anderen Partnerstages und übermorgen auch ausschließlich digital. Über die Veranstaltungsplattform können Sie daran teilnehmen. Sie haben auch den Zugang über Ihr Präsenzticket. Das hatte ich heute schon mehrfach erwähnt. Ich hoffe, es hat alle erreicht, die Info. Und jetzt ist noch Zeit für einen offenen Austausch im Café Kritzel in der HGB, hier direkt um die Ecke. Vielen, vielen Dank an alle, die heute mitgewirkt haben. Auf Wiedersehen. Applaus